Zunächst mal ist die Grenzsicherung eine nationale Angelegenheit. Aber wir wissen alle und wir kennen den Ruf, dass die EU sich darum mehr kümmern soll. Und Frontex ist ein Instrument dazu, das auch hinzubekommen. Die Kommission hat vorgeschlagen, die Frontex-Beamten auf 10.000 zu erhöhen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Aber ich glaube, dass man es vielleicht nicht auf den Tag genau, aber auch schaffen kann insgesamt. Und dass diese Frontex-Menschen dafür da sind, dort, wo es schwierig ist für einen Staat, allein diese Grenzsicherung wahrzunehmen, ihn zu unterstützen. Das ist wichtig und hat nichts mit Festung Europa zu tun. Jeder Staat möchte gerne wissen, wer kommt rein und wer kommt raus. Und das ist auch ein Anliegen, das wir Europäer im Sinn haben müssen, insbesondere wenn wir unsere Errungenschaften wie den Schengen-Raum nicht leichtfertig verspielen wollen.